Schönen guten Morgen. Haben Sie neue Informationen? Die Zahl der Toten und Verletzten hat sich nicht geändert. Und auch zu dem Selbstmordattentäter weiß man nicht viel mehr als gestern. Die türkische Regierung hat ja gestern schon mal gesagt, es handelt sich um einen 28-jährigen Mann aus Syrien. Eine türkische Nachrichtenagentur hat dann ergänzt, dass der Mann wohl in Saudi-Arabien geboren wurde und dann nach Syrien gereist ist, dort gelebt hat und von dort weiter in die Türkei gereist ist. Man weiß nichts über das Umfeld des Mannes, über die Mittelsmänner, wo er den Sprengstoff her hatte. Heute am späten Vormittag soll der Bundesinnenminister hierher kommen nach Istanbul. Herr de Maizière will sich mit seinem Amtskollegen, mit seinem türkischen Amtskollegen treffen und dann wird man sicherlich diese Fragen auch diskutieren. Hier in Istanbul ist man natürlich schockiert über diesen Anschlag und man kann sagen, einige türkische Zeitungen zeigen sich solidarisch mit den deutschen Opfern. Ich will das mal zeigen. Sie machen sogar mit deutschen Schlagzeilen auf. Zum Beispiel diese Zeitung hier, Wir trauern, oder wenn ich noch eine Zeitung zeigen darf, hier im Herzen bei euch. Es liegt auch daran, dass es einfach viele Türken gibt, die Verwandtschaft haben in Deutschland oder selber schon mal in Deutschland gelebt haben und deswegen diese Solidarität auch. Viele fragen sich natürlich, warum hat es eine deutsche Reisegruppe getroffen? Da gibt es Spekulationen zum Beispiel darüber, dass Deutschland ja seit Freitag mit den Aufklärungstornados vom Türkei-Gebiet aus in Syrien unterwegs ist. Könnte das ein Zusammenhang sein? In diese Richtung könnte man natürlich spekulieren. Die Deutschen fliegen mit Tornado-Aufklärungsflugzeugen, liefern Bilder, bombardieren aber nicht selber. Und da könnte man natürlich einen Zusammenhang vermuten. Allerdings muss man auch vorsichtig sein. Es gibt Augenzeugenberichte, die sagen, dieser Selbstmordattentäter sei gestern in diese Reisegruppe hineingerannt und hätte sich dann in die Luft gesprengt. Die Frage ist ja, wie hätte er die als deutsche Reisegruppe erkennen können? An der Sprache vielleicht, da war ja erst mal weiter weg. Außerdem hätten es ja auch Österreicher sein können. Also man merkt schon, das sind alles Spekulationen. Der IS hat auch noch nicht sich in einem Bekennerschreiben dazu bekannt. Man muss da vorsichtig sein. Hier in den türkischen Medien spricht man eher davon, dass es vielleicht eigentlich ein gezielter Anschlag einfach auf den Tourismus in der Türkei war und man wirtschaftlich dem Land damit schaden will. Ja, und die deutschen Reiseunternehmen haben schon reagiert, bieten kostenlose Stornierungen und Umbuchungen an. Was machen die Touristen, die im Moment noch in Istanbul sind? Konkrete Zahlen haben wir da nicht, wie viele jetzt sofort nach Hause fliegen wollten oder nach Hause geflogen sind. Wir haben gestern mit ein paar Touristen sprechen können. Die waren natürlich auch geschockt. Einige haben gesagt, wir sind dann gar nicht mehr rausgegangen, sind im Hotel geblieben lieber. Und wir konnten auch mit Deutschen reden, die hier schon länger leben, mit Studenten auch. Und die sagen, wir wollen jetzt nicht zurückreisen oder nach Hause ziehen wegen diesem Anschlag. Wir wollen eigentlich erstmal hier bleiben. Wir wollen uns nicht hysterisch machen lassen, denn das wollen ja diese Terroristen. Sie wollen uns unsere Freiheit nehmen, unser freies Leben und da machen wir nicht mit. Allerdings haben auch viele gesagt, dass sie jetzt erstmal größere Menschenmengen meiden wollen.